So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neues Jahr und neuer Shop. Ich würde sagen, wir gehen noch direkt mal rein. Ich habe schon gesehen, was drin ist. Es ist ein schöner Skin, würde ich sagen. Also der ist wirklich nice. Wir hatten ja mal kurz den Skin, wo nur die Hose so in dem Look war. Aber jetzt haben wir halt auch einen Skin, der komplett so ist, bis auf den Kopf natürlich. Aber der ist wirklich, der hat was. So, einmal hier mit dem Sternensystem. Aber diesmal, wie gesagt, über den kompletten Körper und das Ganze nochmal mit Sternchen. Ich würde eher sagen, das hier ist für die männlichen Spieler und das hier ist für die weiblichen Spieler. Weil bekanntlich, Mädchen stehen dann doch ein bisschen mehr auf Sterne und wir lieber eher auf das Sternensystem. So, machen wir direkt weiter. Dann natürlich das passende Rückenaccessoire. Da muss man, wie immer sagen, passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Also der Skin ist wirklich nice. Nicer Deiser. So, und wir haben wieder schöne Spitzhacken da, nämlich immer noch die Fischis. Ich weiß nicht, wer hat sie sich von euch gekauft? Weil ganz ehrlich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie wirklich schön sind im Spiel. So, dann haben wir natürlich noch hier den kleinen Bomber. Aber der Skin ist schon nice, aber denkt immer dran, ihr seht halt deutlich weniger im Spiel. Ich bin ja immer wieder der Freund davon, wenn wir wenigstens eine Runde jeden Skin mal testen könnten. Das wäre echt mal nice von Epic. Einfach so als Test, eine Runde den Skin ausprobieren und dass man dann halt wirklich weiß, wie der Skin dann am Ende aussieht. So, weil wir sehen den Skin natürlich nur von hier und von hier finde ich ihn eigentlich nicht so schön. So sieht er natürlich top aus. So, dann haben wir, ja, haben wir schon. Ach, mehr gab es da gar nicht. Ui. So, dann haben wir Riley wieder im Shop. Ja, ist auch nicht schlecht. Sieht halt aus wie die ganzen Nvidia-Skins, nur halt in weiblicher Form. Also in der Form haben wir sie schon öfters jetzt gehabt, auch in männlicher Form. Aber natürlich auch nice. So, dann haben wir natürlich noch die passende Lackierung dazu. Auch diese Season neu reingekommen. Die Season ist ja schon ein paar Tage alt. Von daher könnte sich da noch einiges wiederholen. Dann haben wir Nachtlicht drin. Nice. Die ist wirklich nice. Also von den 800er Skins ist das wirklich eine der besten. Mit natürlich der männlichen Variante auch. Aber wenn ich die Wahl hätte zwischen Männlein und Weiblein, ich glaube, ich würde Weiblein nehmen. Sieht, also ich finde einfach, weiblich sieht es ein bisschen besser aus. So, dann, wir haben eine neue Tarnung mit drin, nämlich Sternenbild. Und ihr wisst ja, genau so Tarnung mag ich ja sowieso. Ist animiert, aber nicht zu stark animiert. Also nicht, dass man irgendwie Augenflimmern kriegt. Wir gehen kurz die Modelle durch. Ah, sieht schon nice aus. Also die Tarnung hat wieder was. Die ist wirklich, die hat, ja, die ist gut. So, dann haben wir Schrittwechsel. Aus der Season 8, ihr wisst ja, Tänze sind sowieso mein Ding, immer wenn Musik dabei ist. So, dann kleine Schritte. Ist natürlich immer top, wenn man einen zweiten dabei hat, der mittanzen kann. Und dann haben wir Prisma wieder drin. Kommen auch zu Season X rein. Ja, die Tarnung finde ich wiederum nicht so toll irgendwie. Weil auch die Holo-Tarnung ist ja so ähnlich, nur halt hier, die ist nicht durchsichtig. Also würde ich sagen, ja, wenn man sie haben will, ist okay, aber ich selber feiere die irgendwie nicht so. So, das waren die normalen vorgestellten Sachen. Dann haben wir natürlich, kann ich die Banner wieder verschenken? Oh, wir können wieder Banner verschenken. Jetzt ist natürlich die Frage, wer von meinen Freunden hat die noch nicht? Wen nehmen wir denn? Weil die Freunde, das ist natürlich ein bisschen kürzer. Oder wir machen es anders da. Wir machen das einfach im Livestream. Wer die Tarnung einfach noch nicht hat, ach, Tarnung sah schon, das Emblem noch nicht hat, einfach dann kurz mal reinschreiben,
kannst du mir das Banner schenken, dann gucken wir mal, ob wir da ein paar kriegen, die den halt einfach noch nicht haben. Weil die konnte man damals nämlich auch nur einmal verschenken. Jetzt sind sie halt wieder neu drin. Also im Stream da sein. Ich glaube, da werden wir heute noch ein bisschen was machen, was das betrifft. So, sonst ist alles wie immer. Alles ist nochmal da. Also der Star Wars-Kram, ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber inzwischen könnt der Kram einfach raus. Also nochmal, wenn ihr euch im Shop was holen wollt, gerne meinen Creator-Code eintragen. Ja, Creator-Code eintragen. Erstmal nochmal danke an alle, die das schon immer machen. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell rüber zu Rette die Welt und denkt dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Ich weiß, ihr vergesst das nämlich gerne. So, dann gehen wir mal gerade rüber, gucken, was da der Shop sagt. In letzter Zeit gab es ja ziemlich oft, wie heißt es, kostenlose Lamas. Mal gucken, ob wir heute wieder was bekommen. Ich glaube, in den letzten zwei Tagen hatte ich ja 6 Stück. Was V-Bucks betrifft, gibt es leider keine neuen V-Bucks-Missionen. Selbst im neuen Jahr noch nicht. Ich denke mal echt, sobald Star Wars drin ist, kriegen wir keine V-Bucks-Missionen. Es ist schon irgendwie seltsam. So, wir kennen ja, die Ladezeiten haben sich etwas verlängert anscheinend bei Rettet die Welt. So, haben wir hier was Neues. Frohes Nahkampfset. Aha. Ah, wieder 150 V-Bucks. Ihr seht ja, holt euch Rettet die Welt. Man kriegt einfach V-Bucks geschenkt. Jetzt sind wir bei 150 V-Bucks wieder dazu und Abfahrt. So, jetzt sind wir schon wieder bei 1500 V-Bucks. Man kennt ihn. So, was sagt der Item Shop? Ah, es gibt wieder zwei kostenlose Lamas. Gucken, was wir drin haben. Ah, ich denke mal, hier nichts Besonderes. Ja, wieder ein Überlebender. Überlebende sind immer gut. Also, wenn ihr Überlebende bekommt, da könnt ihr euch wirklich freuen. Und ich sehe gerade, es gibt das Militärlama. So, zack. Und wieder ein Überlebender. Ich sage, Überlebende sind echt das Wichtigste am Ende. Was haben wir denn im Militärlama? Boah, ist nicht schlecht, aber ich würde mir, also ich persönlich würde mir nie ein Lama kaufen. So, dann gehen wir mal rein in den Shop. Hier hat sich, na, hat sich doch gar nichts verändert. So, alles beim Alten, oder? Ja, ist beim Alten, weil den Kram habe ich nämlich schon gekauft. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, gerne ein Like da lassen. Wer komplett neu ist, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.